Aussehen wie eine Nutte. Krasse GNTM-Kritik von Valé mit Gravis Re. Sie findet nach ihrem Show-Exit klare Worte. Die Münchnerin Valé mit Gravis Re, 24, war zusammen mit Liz Kanzler, 22, eine von zwei unglücklichen Kandidatinnen, die in der vergangenen Folge von Germany's Next Topmodel ausschied. Sie hatte vor allem mit dem freizügigen Sitcut-Shooting ihre Probleme. Auch nach dem Ende ihrer Model zur Teilnahme hadert Valé mit Gravis Re weiter mit den Ereignissen und übt im Promiflas-Interview harte Kritik an GNTM. In der letzten Castingshow-Episode sahen die Zuschauer Valé mit Gravis Re zögern, als sie beim großen Fotoshooting in Unterwäsche für den Fotografen posieren sollte. Ihre Begründung, sie habe Angst vor den Reaktionen ihrer Arbeitskollegen auf die sexy Aufnahmen. Gegenüber Promiflas erklärte die hübsche Flugbegleiterin jetzt genau, was sie an der Situation in der Castingshow störte. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und wollte mich nicht zu freizügig präsentieren. Bei dem Sitcut-Shooting war es allerdings so, dass die Aufnahmen meiner Meinung nach keine geeigneten Bilder für eine Sitcut waren, weil mit Gravis Re, die auch abseits von Germany's Next Topmodel schon Modelerfahrungen gesammelt hatte, ist sich sicher, so knapp bekleidet posiert man normalerweise nicht für eine Sitcut. Auch die Öffentlichkeit scheine so zu denken wie sie, merkte die 24-Jährige in dem Interview an. Mit dieser Meinung bin ich nicht die Einzige. Da braucht man doch nur Artikel lesen wie "Wollen Sie einmal aussehen wie eine Nutte? Dann bewerben Sie sich bei GNTM", sagte sie. Trotz aller Enttäuschung betonte Valé mit Gravis Re auch, dass die Produktion genau darauf geachtet habe, dass nie zu viel Haut im Fernsehen zu sehen ist. Im Nachhinein ist es immer alles halb so schlimm. Aber wenn ich mich nicht wohl fühle, dann ist das so. Ich wäre nicht bereit, im Fernsehen bis an meine Grenzen zu gehen, lautete Valé mit Gravis Re's GNTM-Fazit.